Ich bin ein sehr großer Dark Ride-Enthusiast und auch wenn es auf diesem Kanal allgemein um verschiedene Fahrgeschäfte, Freizeitparks und alles was dazugehört geht, kommen die Dark Rides, vor allem im Vergleich zu den Achterbahnen, oft etwas kurz. Und das, obwohl ich Dark Rides mindestens genauso gern habe wie eben Achterbahnen. Deswegen haben wir heute meine Top 15 Lieblings-Dark Rides von den über 50, die ich bisher gefahren bin. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich die meisten wichtigen Dark Rides auf der Welt gefahren bin, außerhalb der USA eben. Doch bevor wir nun ins Ranking reinstarten können, muss ich noch kurz definieren, was ist überhaupt ein Dark Ride? Kleiner Crashkurs für die, die es eben nicht wissen. Wir reden hier von einer Themenfahrt, einer meist langsamen Rundfahrt, wo man in einem Wagen gemütlich, oft schienengebunden, muss allerdings nicht, kann auch im Wasser oder ganz ohne Schiene stattfinden, in einer Halle, also Indoor, an Szenerie vorbeifährt. Das kann mitunter sehr beeindruckend werden. Und ja, ein Dark Ride hat halt nicht das Ziel, einem Nervenkitzel zu verpassen, wie beispielsweise eine Achterbahn, sondern eben einen auf andere Weise zu beeindrucken. Das liebe ich total und deswegen starten wir nun rein in die Top 15 besten Dark Rides, die ich bisher erleben durfte. Angefangen, na klar, mit Nummer 15 und hier habe ich persönlich Piraten in Batavia im Europapark. Ein Boot-Dark Ride, inspiriert von den klassischen Pirates of the Caribbean Dark Rides aus den Disney-Parks, zu denen wir aber auch noch kommen. Dieser Ride ist leider in 2018 fast komplett abgebrannt und wurde dann anschließend nochmal komplett neu gebaut. Und dieser Neubau ist auch wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass der Ride überhaupt auf meiner Liste ist, denn er wurde dadurch ganz schön modernisiert. Die Warteschlange ist super cool, richtig, richtig detailliert und schön gemacht, komplett Indoor. Und die Fahrt an sich ist auch wunderschön. Man hat einen Custom Imascore Soundtrack, der sehr ballert, mehrere wunderschöne Szenen, aber an sich fand ich den Ride ein wenig kurz und ein wenig zu undramatisch. Ich weiß nicht, ob ich es gerade richtig ausdrücke oder ob man es nachvollziehen kann, aber ja, Piraten sind für mich sowas Düsteres, Episches. Piraten in Batavia ist einfach so bunt und grell und fröhlich, was ein sehr cooler, mal ganz anderer Ansatz ist für dieses Piratenthema und mir auch sehr gut gefallen hat, weil es gut umgesetzt wurde. Aber es hat mich nicht so sprachlos gelassen. Von daher nur Platz 15 in Anführungszeichen, was ja auch schon eine sehr hohe Platzierung ist. Und wir haben hier ziemlich sicher Deutschlands besten Dark Ride mit Abstand. Der Roland Mack Animatronic ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Und ja, der letzte Effekt war bei mir auch kaputt. Vielleicht bewerte ich es deswegen nicht ganz fair. Auf Platz 14 ein Ride, den man genauso gar nicht mehr fahren kann, da er mittlerweile geschlossen ist. Die Rede ist von Spider-Man. Genauer gesagt, The Amazing Adventures of Spider-Man in den Universal Studios in Japan. Es gibt noch einen weiteren dieser Dark Rides in Orlando, der noch steht. Allerdings dieser hier, den ich gefahren bin in Japan, der ist jetzt geschlossen und zwar für immer. Und das ist richtig schade, denn dieser Ride ist unglaublich cool. Ich kenne bis heute kein Fahrgeschäft, was Bildschirme und echte Thematisierung so krass gut verschmelzen lässt wie The Amazing Adventures of Spider-Man. Thematisiert nach der Comicserie von Spider-Man und voll mit Spezialeffekten, sei es Strom, Feuer, Nebel, was auch immer. Man fährt hier durch, hat sehr, sehr viele echte Thematisierungen, allerdings auch überall große Screens, die man mit seiner 3D-Brille anguckt und merkt einfach nicht, was der Unterschied ist zwischen echter Thematisierung und den Screens. Das ist so krass. Es ist super, super gut gemacht, dieser Ride. Nur ein einziger Kritikpunkt, ich hasse die Brillen, weil die einen sehr restriktiven Blickwinkel nur erlauben. Auf Platz 13 kommt eine brandneue Attraktion. Und auch ein Ride, den wahrscheinlich die allerwenigsten bis jetzt testen konnten, da er am anderen Ende der Welt liegt. Die Rede ist von Zootopia Hot Pursuit im Shanghai Disneyland. Gerade letzten Winter eröffnet, zusammen mit dem brandneuen Zoomania-Themenbereich, dem ersten der Welt. Und diese Attraktion hat mich ziemlich überrascht. Ich habe niemals erwartet, dass sie so gut wird. Wohl einer der objektiv qualitativsten Dark Rides auf der Welt, meiner Meinung nach. Der Grund, warum er dann doch nicht ganz so hoch ist, ist, dass das Thema für mich persönlich einfach nicht so viel ist und ich einen Dark Ride einfach gerne mystisch mag. Trotzdem ist es krass, wie dieser Ride einfach jede Art von Dark Ride kombiniert. Wir haben Motion-Based, wir haben Screen-Based, normale Trackless-Elemente und das alles zur Perfektion ausgeführt, also wirklich super gut gemacht mit hochwertigen, kranken Animatronics und zwar richtig vielen von denen, einer sehr coolen Storyline, die sehr gut durchgezogen wird und sogar einem Dome am Ende. Der beste Dome, den ich bis jetzt in einem Dark Ride hatte. Die Story der Attraktion ist, dass wir zusammen mit den Polizisten von Zoomania, dem bekannten Fuchs und dem bekannten Kaninchen, den entführten Popstar Gazelle wieder befreien müssen. Und das ist halt eine wilde Verfolgungsjagd durch ganz Zoomania
Die verschiedenen Bezirke, Dschungel, Antarktis, Wüste, was weiß ich, alles kommt vor im Ride und es ist so cool umgesetzt alles. Und der Charakter von dem Film, der Film hat einen ganz eigenen Charakter, der wird super gut wiedergespiegelt in diesem Ride. Unzählige süße Details und so aus dem Film erkennt man hier einfach wieder, zum Beispiel hat Flash einen Auftritt oder die FKK-Tiere, Mr. Big, all sowas. Überraschend langer, unglaublich diverser Ride, wo sehr, sehr viel auf einmal passiert, den man mehrmals fahren muss, um alles mitzukriegen, der mich sehr geflasht hat. Ich meine, ein wesentliches Highlight findet ja sogar schon vor der Fahrt in dieser Pre-Show statt, dass einfach dieser Rekrutenraum aus dem Film 1:1 nachgebaut mit einem riesigen Büffel-Animatronic, der so hyperrealistisch ist, wahrscheinlich einer der besten Animatronics, die ich je gesehen habe. Der Ride hat von allem etwas und vor allem macht er einfach nichts falsch. Platz Nummer 12. Und auf Platz Nummer 12 haben wir einen sehr interessanten Pick für mich, denn das ist Transformers Battle for the Alls Park in den Universal Studios Beijing. Unser typischer Transformers Ride, den es in vielen Universal Parks auf der Welt gibt, Singapur, Hollywood und auch Orlando, und die unterscheiden sich alle nicht allzu groß. Ich bin jetzt nur diese Version hier gefahren, die sich auch ein bisschen unterscheidet, allerdings glaube ich, dass alle Transformers Rides auf diesem Platz wären. Und ja, ein interessanter Pick für mich persönlich ist das in dem Sinne, weil Transformers einfach unglaublich screen-based ist. Bei diesem Ride, ja, der funktioniert nur durch Bildschirme, das ist eine Bildschirmattraktion. Und ich persönlich bin einfach kein Fan von Bildschirm-Dark Rides, ich mag es, echte Szenerie zu sehen. Ich finde, das ist nicht der Sinn von einem Dark Ride, aber diese Bildschirme sind so dermaßen stark gemacht, dass ich das verzeihen kann und dass ich hier die Kunst bewundere und den Ride einfach grandios finde. Das sind ohne Scheiß ganz einfach die am besten benutzten Bildschirme in jeglichen Freizeitparks, in denen ich jemals war. Das ist so unglaublich gut. Man kriegt jede Bewegung rübergebracht, als wäre sie echt und so. Das wirkt so realistisch. Und auch wenn die Brillen die gleichen sind wie bei Spider-Man und ich die immer noch scheiße finde, das lässt sich verzeihen mit den, ja, Slow-Mo-Effekten, Wärme, Rumgeruckel. Es gibt zwei Aufzüge während der Fahrt, die man aber nicht mal mitkriegt, weil sie nicht zum Thematisierung gehören, sondern nur dafür da sind, dass man platzsparend ist auf zwei Etagen. Und alles in allem ist dieser Ride einfach technisch extrem stark und funktioniert perfekt als das, was er sein soll. Ich bin wirklich begeistert gewesen nach meinen Fahrten auf diesem Ride und der platziert sich echt unerwartet hoch. Ich hätte nicht gedacht, dass der über Spider-Man kommt, weil die Rides sind beide echt ziemlich vergleichbar. Nach diesen ganzen hochmodernen Brechern kommen wir jetzt erstmal zu einer Attraktion, die mit altem Charme überzeugt. Platz 11, Fata Morgana in Efteling. Bereits in den 80ern öffnete dieser Boat Ride in heute einem Europas größter Freizeitparks, dem Märchenpark in den Niederlanden, thematisiert zum Morgenland und allen Legenden, die sich darum wögen. Der Ride ist auf jeden Fall deutlich veraltet, aber ich finde, das macht ihn nicht schlechter, denn für den damaligen Standard ist er auf jeden Fall echt krass. Wir haben eine unglaubliche Fahrlänge, sehr, sehr, sehr viele coole Räume, die alle lückenlos detailreich gestaltet sind, also man sieht auch nirgendwo die Decke oder so. Da wurde sich richtig Mühe gegeben und ja, die Animatronics lassen zu wünschen übrig und altern sehr stark, aber da kann ich drüber hinwegsehen, denn auch zusammen mit dem Geruch und der Musik und allem anderen, also die Musik vor allem wirklich, die ist Wahnsinn, die hört ihr im Hintergrund, macht das den Ride sogar ein bisschen aus. Das ist der Charme von dieser Attraktion, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, trotzdem ist die Bahn immer noch extrem gut, denn die Atmosphäre, die hier erzeugt wird, ist einfach zeitlos. Einer meiner Lieblings-Dark Rides in Europa, einfach wunderschön, aber das ist ja Efteling allgemein. Fata Morgana ist super, super entspannend. Es ist einfach, man setzt sich rein, hat eine gemütliche, lauschige Fahrt mit, ja, einer fremden Welt, die einem gezeigt wird. Ich finde das super. Und das ist eine Sache, die auch andere Rides in Efteling, zum Beispiel Drumflucht, machen, aber ich finde, dieser Ride perfektioniert das ein bisschen. Zumindest was Non-Disney-Parks angeht. So. Dieses Video sollte eigentlich ein eher entspanntes, gemütliches sein, wo ich einfach mal den Dark Rides unserer Welt ein bisschen Liebe schenke. Ich muss euch leider für Platz 10 trotzdem einmal aus eurem Sessel aufspringen lassen, denn hier wird's ein bisschen frech. Auf Platz 10 habe ich aktuell Harry Potter and the Forbidden Journey in verschiedenen Universal Parks. Ja, es tut mir leid, aber jetzt, wo ich sogar zwei Versionen dieser Attraktion gefahren bin, ist es für mich nochmal ganz klar geworden, dass auch wenn das ein Weltklasse-Dark Ride ist, der so viel so gut macht, es einfach Kritikpunkte gibt, die mich stören. Dieser Ride präsentiert einfach leider sehr gut Universals Kinderkrankheiten, zumindest sind es meiner Meinung nach welche. Aber fangen wir doch mal mit den Basics an.
Es gibt verschiedene Harry Potter Themenbereiche, Hogsmeade in verschiedenen Universal Parks und alle haben das große Hogwarts Schloss am Ende. Innerhalb dieses Hogwarts Schloss bzw. hinter diesem Hogwarts Schloss, was extra als Fassade für den Dark Ride gebaut wurde, befindet sich eine Halle mit einem Dark Ride drin. Im Optimalfall sieht man diese Halle nicht und denkt, dass das Ganze im Schloss stattfindet. Das wurde allerdings bei Universal Studios Beijing und Japan, in Beijing allerdings noch mehr, richtig verkackt. Denn man kann von überall perfekt auf diese Halle gucken und das nimmt extrem den Zauber weg. Das ist mein Kritikpunkt Nummer 1. Der Outdoor-Wartebereich ist außerdem echt nichts Besonderes und teilweise ziemlich unschön sogar. Der Indoor-Bereich hingegen ist dadurch, ja, doppelt so geil und wahrscheinlich eine der besten Warteschlangen, die man so haben kann. Zumindest Warteschlangenpassagen. Hier ist einfach das Schloss von innen nachgebaut mit allen möglichen Räumen, die man aus den Filmen kennt, und zwar alle genau 1:1. Das ist sowas von cool und krass, vor allem als Fan. Der Ride selber ist ein sehr interessantes Konzept, und zwar ist man auf einer Bank an einem Roboterarm befestigt und wird in die Szenen sozusagen reingehalten von diesem Roboterarm. Man dreht sich auch dementsprechend und wird rumgeschwenkt und man kann einem auch echt schlecht werden, zumindest wenn man es öfter hintereinander fährt. Sehr, sehr, sehr einzigartig und cool und kann für eine sehr immersive Attraktion sorgen. Mein Problem allerdings tut es nicht. Denn man kann gerade bei der Beijing-Version, die meiner Meinung nach ganz klar schlechter ist, obwohl die eigentlich alle gleich sein sollten, sehr viel Backstage gucken. Weil der Roboterarm eben nicht das tut, was er eigentlich am besten kann, nämlich einen nur dahin halten, wo man hingucken sollte, sondern einem alle Backstage-Bereiche zeigt. Man sieht das Abstellgleis für die anderen Wagen, in Beijing zumindest. Und ich finde auch einige Effekte, wie zum Beispiel der Effekt am Anfang und am Ende der Attraktion, wo man mit einem Schwebezauber belegt wird, einfach nicht gut gemacht. Die echten Szenen, durch die man dann durchfährt, wie zum Beispiel den verbotenen Wald mitsamt den Riesenspinnen oder auch den Drachen in der eingebrochenen Brücke, die Dementoren sowieso, sind alle unglaublich eindrucksvoll, kommen viel zu nah an den Fahrgast ran und haben eine krasse Atmosphäre, sind lückenlos und sehr gut gemacht. Aber dazwischen gibt's halt auch Szenen, wo man in Bildschirme reinguckt. Und ja, wie schon gesagt, ich bin nicht der größte Bildschirmenthusiast, außer sie sind sehr gut integriert. Sind sie hier allerdings nur so halb, weil man merkt schon sehr den Übergang zwischen Bildschirm und reeller Thematisierung. Das ist nicht so flüssig, wie es sein sollte bei dieser innovativen, krassen Neuheit. Unterm Strich macht die Attraktion trotzdem mega Spaß und ist ein sehr guter Dark Ride, weshalb sie auch easy den Platz 10 verdient hat. Außerdem ist der Ride technisch gesehen einer der faszinierendsten auf der Welt für mich persönlich und wahrscheinlich der faszinierendste auf dieser Liste. Aber wie gesagt, diese Probleme bleiben und deswegen ist er bei mir nicht, wie bei vielen anderen, auf der 1 oder in der Top 3. Weiter geht's mit einem etwas anderen Dark Ride Konzept und einem, was mich unglaublich aus den Socken gehauen hat, weil ich nicht so viel davon wusste und auch nicht so viel erwartet habe. Indiana Jones Adventure Temple of the Crystal Skull in Tokyo Disney Sea, einem der besten Freizeitparks der Welt. Und wir haben hier ein ja Motion-Based Dark Ride, wo man in so großen Indiana Jones-artigen Jeeps eben durch eine Szenerie fährt. Und davon gibt es 2 Stück auf der Welt, auch noch einen in Amerika, im Original Disneyland. Und die beiden sollen sehr ähnlich sein, das heißt, sie sind wahrscheinlich auch beide auf diesem Platz. Der Ride in Tokio ist auf jeden Fall extrem krass thematisiert. Man fährt durch sehr, sehr viele reelle Sets, eigentlich nur durch reelle Sets, und voll mit Effekten. Ich habe damals schon gesagt, der Ride ist wie ein Leinwand-Dark Ride, allerdings komplett ohne Leinwand. Weil alle diese Effekte, die 3D sind und so und einem Angst machen sollen, sind in real life. Egal ob es eine große Schlange, 1000 Skelette oder Feuer ist, das Highlight ist natürlich die fette Kugel am Ende, die auf einen zurollt. Hier ist alles dabei. Und dazu dieser geile Onboard-Soundtrack und einfach, ja, krass viele Details. Dieses Teil ist so gut gestaltet, so lückenlos und ich wüsste nicht, was ich kritisieren sollte. Der Dark Ride ist eine komplette Reizüberflutung und macht unglaublich Spaß. Safe einer der besten der Welt und ein verdienter Platz Nummer 9. Auch nach nur einer einzigen Fahrt, die ich leider hatte. Viel dazu beitragen tut ja auch das Fahrgefühl, weil man eben in dieser Motion Base sitzt, die sich wirklich anfühlt wie ein Offroad-Jeep. Und auch noch eine coole Sache ist einfach die Warteschlange davor schon. Die ist einfach richtig, richtig cool, atmosphärisch, vor allem dieser riesige Raum in der Pyramide drin. Die Pyramide sieht man schon von außen. Ihr seht den hier, der ist krass. Aber dieser ganze Themenbereich und eigentlich der ganze Park sind einfach krass. Und doch weiter geht's mit Platz Nummer 8. Und hierfür bleiben wir eigentlich streng genommen im gleichen Resort, aber wechseln den Park. Eine auch eher gemütliche Attraktion, die einen ähnlichen Vibe wie Fata Morgana hat für mich, nämlich die verschiedenen Pirates of the Caribbean Boat Rides in den verschiedensten Disney Parks. Eben schon angeteased, gibt es ja einen in Tokio, im Tokio Disneyland, allerdings bin ich auch einen in Paris, im Disneyland Paris gefahren. Die beiden in den USA kommen wahrscheinlich auch auf diesen Platz, da sich alle nicht so groß unterscheiden. Der beste von den allen ist auf jeden Fall der in Paris,
Allerdings sind die alle sehr ähnlich und deswegen kommen die auf einen Platz. Naja, bis auf einen der Pirates Rides, aber zu dem kommen wir noch. Keine Sorge. Warum dieser Ride so hoch ist? Ganz einfach, ich liebe die Atmosphäre. Man fährt unglaublich lange durch diese Dunkelheit mit verschiedenen schönen Szenen und nicht nur hat es diesen altmodischen Charme, sondern es transportiert perfekt eine gemütliche, cozy Atmosphäre. Das ist wunderschön einfach. Ich liebe es, hier durchzufahren. Das ist so gemütlich und angenehm. Die Dorfszene, wo alle Piraten durcheinander spektakeln und feiern und grölen, man überall Details entdecken kann. Die große Seeschlacht, wo man zwischen den beiden Schiffen herfährt. So viele andere Sachen und sogar zwei Drops, die zugegebenermaßen eher egal sind, aber gut zur Dramaturgie der Attraktionen hinzufügen. Gerade in Paris. Wunderschöne ikonische Musik und ein absoluter Charme, typisch Disney. Passender Dark Ride-Geruch und wir haben einfach ein Klassiker, einen wunderschönen Ride. Und wie gesagt, einer der größten Pluspunkte ist, dass der so unglaublich lang geht. An einem Tag, wo ich müde bin, schlafe ich da auch gut und gerne mal ein. Aber das ist nichts Schlechtes, das zeigt einfach nur, dass er genau das macht, was ich von ihm erwarte, nämlich absolut gemütlich sein. Ein letzter Funfact, bevor wir zu Platz 7 kommen. Die berühmten Pirates of the Caribbean, also Fluch der Karibik-Filme, sind tatsächlich nach diesen Dark Rides entstanden. Dementsprechend ist das hier kein Ride, der zum Film thematisiert ist, sondern der Film ist, wenn man so will, zum Ride thematisiert. Das haben wir allerdings schon öfter bei Disney gesehen, zum Beispiel Jungle Cruise oder Haunted Mansion sind aktuelle Beispiele dafür. Das spricht auf jeden Fall mal wieder dafür, wie ikonisch dieser Ride auch einfach ist. Der darf auf dieser Liste einfach nicht fehlen. Weiter geht's mit Platz Nummer 7 und einer weiteren ziemlich ikonischen alten Attraktion, die ich auch wegen ihrem Charme liebe. Die Rede ist von Phantom Manor im Disneyland Paris. Wenn man so will, die einzige Geisterbahn auf der Liste. Allerdings würde ich Phantom Manor nicht wirklich mit modernen Geisterbahnen vergleichen. Der Ride ist eher dafür da, schön familienfreundliche Szenerie zu zeigen, als einen zu erschrecken oder einem Angst zu machen. Wir befinden uns hier in diesem Western-Themenbereich von Disneyland Paris und haben dieses schöne Anwesen auf dem Hügel. Von außen schon wunderbar und richtig cool. Dazu kommt der unglaublich geile Soundtrack und die Pre-Show direkt vor der Fahrt. Der bekannte Stretching Portraits-Raum, der einfach nach unten hin länger wird, eine sehr epische Pre-Show, wo einem auch gut die Story vermittelt wird. Und anschließend geht es hinein in das Anwesen der Ravenswoods und durch eine Tour durch das verfluchte Haus, voll mit verschiedensten Szenen, verschiedensten Geisterbegegnungen, der Friedhofsszene, wo man dann aus dem Haus nochmal rausfährt, man ist natürlich immer noch Indoor, und überall ist dieses Phantom zu entdecken. Dazu kommt der geisterhafte, coole Gesang von einer der Hauptpersonen der Storyline im Hintergrund, Melanie Ravenswood, und der klassische Disney-Flair, der das Ganze halt ein bisschen verspielter macht, aber es ist immer noch komplett episch und, naja, extrem atmosphärisch. Ich liebe diesen Ride einfach komplett, weil er nicht nur schön altmodischen Charme hat mit seinem Omnimover-Dark-Ride-System, sondern einfach unglaubliche Atmosphäre überliefert. Außerdem bin ich einfach ein sehr großer Fan von Horror als Thema allgemein und wenn es dann noch so schön umgesetzt ist, bin ich da komplett dabei. Meiner Meinung nach ist Phantom Manor auch deutlich besser als das Original, wenn man so will, Haunted Mansion, in verschiedenen anderen Disney-Parks. Phantom Manor ist sozusagen die Weiterentwicklung für Disneyland Paris und ich finde, das ist deutlich spürbar, denn Phantom Manor ist ein ziemlich großes Upgrade im Vergleich zu den alten Haunted Mansions in anderen Disney-Parks. Der Ride hat eine so elaborierte Story, dass sogar die Achterbahn Big Thunder Mountain, die daneben steht, mit einbezogen wird. Für mich persönlich ein klar verdienter Platz Nummer 7 und wir machen weiter mit der Liste. Auf Nummer 6 geht's wieder in Richtung innovative Dark Ride-Neuheiten. Denn hier haben wir den allerneuesten Pirates of the Caribbean Ride, den ich eben nicht zu den anderen dazugezählt habe, namens Battle for the Sunken Treasure in Shanghai. Befindlich im extra dafür gebauten einzigartigen Themenbereich Treasure Cove und 2016 zusammen mit dem gesamten Park neu eröffnet. Dieser Ride unterscheidet sich ziemlich deutlich von den anderen Pirates Rides, denn das System hier ist ein ziemlich anderes. Man fährt zwar auch mit einem Boot durchs Wasser, allerdings kann dieses Boot sich in alle Richtungen bewegen, und generell ist die Dramaturgie eine andere. Wir haben riesige, unglaublich riesige Szenen, die bis ins kleinste Detail lückenlos gestaltet sind und das kann einen so flashen. Man fährt durch so viele riesige, viel zu hohe Räume, voll mit echten Sets, mit einem gesamten Piratenschiff drin stehend und weiß nicht was alles noch. Und dann werden da halt hin und wieder ein paar Bildschirme mit eingefügt, die allerdings perfekt zusammen mit den Szenen funktionieren. Sozusagen nur als Ergänzung zu den echten Sets. Die Animatronics sind außerdem auch der Wahnsinn natürlich. Und die Musik wird sehr gut verwendet. Es baut eine sehr mystische Atmosphäre auf und das mag ich, wie gesagt, an Dark Rides sehr gerne. Auf jeden Fall auch noch ein Highlight ist ganz am Ende die riesige Battle-Szene,
die es wie gesagt auch in den anderen Pirates Rides gibt. Allerdings ist die hier nochmal ganz neu ausgedacht mit einem riesigen Dome, riesigen Schiffen, die zusammen mit Bildschirmen ineinander geblendet werden. Also man weiß nicht, was echt ist, was nicht. Es ist so krass gemacht. Man fährt zwischen diesen meterhohen Schiffen durch, die einfach echt sind, während die sich gegenseitig beschießen. Es ist so krass. Manche Szenen hier drin sind einfach echt der Wahnsinn. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, warum der Ride dann nicht höher platziert ist. Naja, für mich persönlich gibt es einen signifikanten Kritikpunkt und das ist, so dumm es auch klingen mag, dass diese beiden großen Domes, die es während der Fahrt gibt, also riesige gekrümmte Bildschirme, auf die man raufguckt, einfach nicht gut integriert sind, vor allem der erste. Man sieht ganz klar unten den Übergang zwischen Bildschirm und Wasser, in dem man schwimmt, und auch an der Decke ist es nicht bis zum Ende gearbeitet worden und das sind Sachen, die mich leider aus der Immersion rausnehmen. Bei zum Beispiel Zoomania im selben Park, den Ride, den wir schon hatten, sind diese Domes deutlich besser gelöst. Außerdem wirken einige der Bildschirme nicht so super realistisch und irgendwie nimmt mich das ein bisschen raus, auch wenn es jetzt ein bisschen nach Meckern auf hohem Niveau klingt. Insgesamt liebe ich den Ride natürlich trotzdem extrem und er ist verdient auf meiner Nummer 6, was echt hoch platziert ist, weil er einfach unglaubliche Szenen teilweise hat, die einfach so riesig sind, dass sie mich komplett aus dem Leben genommen haben, gerade bei der ersten Fahrt. Dieser Ride spiegelt außerdem auch nochmal sehr cool die Atmosphäre der eigentlichen Pirates-Filme wider, da er eben nach den Filmen entstanden ist, anders als die anderen Pirates-Rides. Und somit, ja, eher nach dem Vorbild der Filme modelliert wurde und auch zum Beispiel die Musik der Filme verwendet. Und natürlich auch die Charaktere und so. Allgemein doch ein sehr cooler, einzigartiger Ride. Und obwohl ich die anderen Pirates Rides liebe, ganz klar der beste Pirates Ride. Ein einzigartiges Highlight für Shanghai Disneyland. Und auch der beste Boat Ride, den es gibt. Wir treten ein in die Top 5 Dark Rides, meiner Meinung nach. Starten wir mit Platz Nummer 5 und dafür bleiben wir in China, allerdings gehen wir nach Beijing und fahren Jurassic World Adventure in den Universal Studios Beijing. Neu 2021, ein einzigartiger, innovativer Jurassic World Dark Ride, wie es ihn noch nie auf der Welt gab. Und zwar hat dieser ein ähnliches Fahrsystem wie Spider-Man oder Transformers, allerdings maßgeblich echte Sets, wobei es ein paar Bildschirme gibt. Wir finden die Attraktion im einzigartigen Jurassic World Bereich des Parks. Und der Eingang befindet sich im großen Discovery Center von Jurassic World, was hier 1:1 nachgebaut wurde. Was schon mal sehr, sehr cool ist. Hier drinnen ist dann auch der erste Teil der Warteschlange, der mich echt umgehauen hat, wegen diesen krassen Bildschirmen, die oben an der Wand sind. Ihr seht sie ja hier. Das ist echt sehr cool gemacht und wirkt so, als könnte es straight aus den Filmen kommen. Die Warteschlange geht dann weiter nach vorne durch ein paar, ja, Forschungslabore, bis man dann in die eher unscheinbare und irgendwie komisch wirkende Station einsteigt. Aber lasst euch da nicht von der Station abschrecken. Denn wir fahren jetzt auf eine Expedition, eine Tour durch die Jurassic World mit unseren speziell dafür hergestellten Vehikeln. Es geht los und wir fahren an einem riesigen Dom vorbei, wo wir einmal eine große Aussicht über den Park haben. Wir sehen Brachiosaurier und ein Gewitter, was aufzieht, plötzlich schlägt irgendwo ein Blitz ein. Wir fahren weiter durch den Dschungel, was übrigens sehr, sehr cool ist, dieser gesamte Ride befindet sich quasi in der Dunkelheit und die ganze Zeit sieht man nur, was durch die Scheinwerfer, die vorne am Wagen dran sind. Naja, ziemlich schnell merkt man, dass der große Indominus Rex, der genetisch veränderte Superdinosaurier, ausgebrochen ist und uns jagt. Und hier haben wir zwei meiner absoluten Lieblingsanimatronics auf der gesamten Erde. Der fette Indominus Rex, wie er einmal nach uns beißt und versucht uns zu fangen und dabei viel zu nah ans Fahrzeug rankommt und dann später nochmal hinter uns herrennt. Dieser Effekt ist so krass, der rennt einfach hinter uns her, ihr seht das hier, der rennt einfach auf einen zu. Das ist so heftig. Hier seht ihr ganz kurz, wie der Effekt funktioniert. Das ist ja an sich ganz schön simpel, aber das wirkt unglaublich realistisch. Besonders krass in dieser, aber auch in allen Szenen, sind außerdem auch diese ganzen Blitzeffekte und halt das Geruckel vom Fahrzeug, was perfekt passt. Allein für diese zwei Szenen ist dieser Dark Ride verdient auf Platz Nummer 5. Und natürlich gibt es noch viele andere krasse Szenen. Am Ende kämpft nochmal der Indominus Rex gegen einen riesigen Tyrannosaurus Rex Animatronic in einem sehr coolen echten Set. Und allgemein, ja, es gibt noch andere Dinosaurier, die vorkommen, das ist alles sehr, sehr cool gemacht. Einziger Kritikpunkt hier auch wieder sind die Domes und die Bildschirme, weil die wieder nicht so gut integriert sind. Naja, dasselbe Problem, was Pirates hatte im Prinzip, man kann eben die Decke sehen und allgemein ist der Ride nicht so immersiv, wie er hätte sein können. Da ist auf jeden Fall Luft nach oben, aber durch diese krassen Animatronics und die Atmosphäre, die aufgebaut wird, trotz dieser Immersionsfehler, liebe ich diesen Ride und ist er mir einfach komplett im Kopf geblieben. Ich kann Jurassic World Adventure, auch die Immersionsfehler, wie ich sie jetzt gerade genannt habe, deutlich besser verzeihen als Rides wie Forbidden Journey, die wir ja schon hatten in der Liste, aus folgendem Grund. Ich bin den Ride relativ oft gefahren und mir ist aufgefallen, dass er in der ersten Reihe, vor allem auf der rechten Seite in der ersten Reihe, 10-mal intensiver und immersiver ist als überall sonst im Wagen.
Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass der Ride für die erste Reihe designt wurde. Denn in der ersten Reihe gibt es eigentlich keine Immersionsfehler und man fühlt sich deutlich mehr im Set drinnen. Das heißt, wenn ihr das Teil fahrt, versucht einfach so weit wie möglich vorne zu sitzen. Und schon habt ihr viele Probleme, die ich angesprochen habe, eigentlich gar nicht mehr. Nur noch 4 Plätze übrig und jetzt kommen wir zur Elite der Elite. Wir hatten ja jetzt schon viele Rides, die entweder komplett bildschirmbasiert waren oder einfach Bildschirme irgendwo mit integriert hatten. Meine Top 4 hatte so gut wie gar keine Bildschirme. Und das zeigt natürlich mal wieder, wie sehr ich einen Dark Ride mit normalen, echten Sets und echten Animatronics am Ende des Tages einem anderen Dark Ride vorziehe. Diese Top 4 ist genau gleich geblieben wie bei meinem letzten Dark Ride Ranking. Und den Anfang macht genau wie letztes Mal zurück in Europa Symbolica in Efteling. Immer noch meine unangefochtene Nummer 1 in Europa und das aus gutem Grund. Der 2017 eröffnete Trackless Dark Ride ist sozusagen die Hauptattraktion des Parks am Ende der, ja wenn man so will, Main Street und ist eine Führung durch das magische Schloss. Wir sind hier eigentlich für eine Audienz des Königs, allerdings kommt sehr schnell der alberne Hofnarr und führt uns auf einen Weg, auf den wir eigentlich gar nicht dürften. Und schon machen wir eine magische Tour durch den Palast der Fantasie. Es gibt hier 3 verschiedene Fahrprogramme, sogar je nachdem welchen der 3 Wagen, die immer zeitgleich losfahren, man erwischt. Die Musik, die Schätze oder die Heldentour. Und auch wenn die sich nicht so wirklich unterscheiden, ist es auf jeden Fall eine coole Variante und macht das Teil noch mehr re-rideable. Schon im Außenbereich hört man den wunderschönen, extra komponierten Soundtrack und auch die Pre-Show ist ziemlich cool, mit der sich öffnenden Treppe und allem. Wir gehen dann ganz weit runter über eine Wendeltreppe in den Keller und fahren die Attraktion. Überall lückenlos thematisiert und einfach nur wunderschön. Wenn Magie ein Dark Ride wäre, dann ist es auf jeden Fall der hier. Alles ist so fröhlich und hell und verzaubert. Und das ist natürlich auch, was man hier erreichen wollte. Und das passt auch perfekt ins Efteling. Es ist einfach, ja, eine Tour durch den Palast der Fantasie. Wir haben verschiedene Räume. Das Gewächshaus mit dem Wal drin, der da drinnen ist, weil es einfach Fantasie ist. Diese coolen Schmetterlinge an dem Balkon. Und natürlich die Ballräume am Ende und allgemein die großen Räume am Ende, wo man dann so chaotisch kreuz und quer durchfährt. Das ist alles sowas von detailliert, man kann überall was entdecken und es ist wunderschön. Was mich dann aber ultimativ dazu bringt, den Ride so hoch zu ranken, ist die Message, die er einem überliefert. Bewahre deine Fantasie, sie ist das Wertvollste, was du hast. Symbolica könnte nicht mehr Recht haben mit dieser Aussage und das wird einem super gut überliefert. Der Ride will einem sozusagen sagen, siehst du das hier alles? Das ist Fantasie, ist das nicht wunderschön? Von ploppenden Weinkorken bis zu sich selbst blätternden Büchern, alles ist einfach dabei und dann fährt man noch so ab und zu in kleine Räume rein, wo man dann Zeit für sich hat, wo dann noch irgendwas passiert, irgendein Zauber. Der Ride ist einfach so schön. Und was ich auch an ihm mag, er baut sich dramaturgisch auf. Absolute Herzensangelegenheit, Symbolica auf Platz Nummer 4 und mit Abstand beste Dark Ride Attraktion in ganz Europa. Doch was ist auf Platz Nummer 3? Naja, drücken wir es so aus, Platz Nummer 3 lässt Symbolica echt alt aussehen. Zumindest rein technisch. Denn hier habe ich nichts anderes als The Enchanted Tale of Beauty and the Beast im Tokyo Disneyland. Neu 2020 und eine unglaublich innovative Attraktion. Auch trackless, auch mit einem großen Schloss, diesmal allerdings thematisiert zu dem Märchen Die Schöne und das Biest. Und der Charme dieser Attraktion fängt schon an bei diesem Vorplatz. Der Ride wurde integriert in das Fantasyland des Tokyo Disneylands und hat das ein bisschen umstrukturiert. Wir haben hier das wunderschöne Dorf aus Die Schöne und das Biest. Super cool designt und man guckt die ganze Zeit auf dieses große Schloss, das auch sehr detailliert und schön ist, wobei es mich ein bisschen stört, dass der Turm so komisch geformt ist. Ich glaube, ihr seht, was ich meine, dass der oben so spitz wird. Aber ja, allgemein sieht das wunderschön aus und wir haben dann hier ganz viel Nebel auf dem Boden, bevor man ins Schloss geht. Und wenn man dann im Schloss ist, hat man erstmal ganz viele Räume, die königlich gestaltet sind. Sieht aus wie so ein Museumsrundgang, als wäre das hier so eine Art, ja, historisch restauriertes Schloss, also richtig cool, ganz viel Innenausstattung. Und dann kommt irgendwann die Pre-Show. Und die ist eigentlich relativ simpel. Das ist nur ein Animatronic von Belle, der Hauptperson, wie sie singt und auf Japanisch erzählt, was ihr Problem ist. Und dann kommt auf der anderen Seite das Beast. Aber dieser Beast-Animatronic ist so riesengroß und so super krass gemacht. Das Beast stapft hier sozusagen richtig schweren Schrittes entlang, was so cool wirkt. Und allgemein eine sehr atmosphärische und coole Pre-Show. Wir gehen dann nun weiter und sind jetzt sozusagen in der Speisekammer, Vorratskammer angekommen, wo wir dann in diesen Tassen losfahren. Es fahren immer 6 Tassen auf einmal und hier sitzen richtig viele Leute drin. Ihr seht, das hier ist voll die großen Dark Ride Wagen, das ist auch trackless. Und diese Tassen haben eine Besonderheit, die können hin und her wippen, wie eine Motion Base sozusagen. Das wird auch mehrmals während der Fahrt gut benutzt.
Und ja, dieser Ride hat eine Besonderheit, man fährt nämlich immer in große Räume rein, wo man dann eine Zeit lang bleibt. Quasi kein fließender Flow, sondern es ist immer ein Raum, wo man ein paar Minuten bleibt, dann der nächste Raum, dann der nächste Raum. Und da fährt man dann immer so im Kreis und es passiert was. Im ersten Raum deckt sich zum Beispiel dieser Tisch von alleine, was so krass gemacht ist, weil immer wenn man gerade wegguckt, was Neues auf dem Tisch landet und es wie per Magie sozusagen. Das ist schon eine überkrasse Opening-Szene, die mich bei der ersten Fahrt so hops genommen hat. Dann im zweiten Raum ist man draußen und es wird gesungen und getanzt. Dann kommt ein super krasser Effekt, ihr seht den hier, wie das Biest zum Prinz wird, das ist so heftig, man kann das nicht verstehen in Real Life. Alles wird verzaubert und ist magisch und dann kommen wir in die letzte Szene, wo dann alle nochmal tanzen zum ikonischen Beauty and the Beast Song. Und es ist einfach so wholesome und die Animatronics sind so unglaublich krass, die Effekte sind so unglaublich krass und das ist wahrscheinlich objektiv gesehen der beste Dark Ride, den ich bisher gesehen habe. Einfach rein vom technischen Aspekt her, weil es ist, man sieht, es wurden keine Kosten und Mühen gescheut und es ist einfach ein unglaublich krasses Gesamterlebnis. Enchanted Tale of Beauty and the Beast ist einer der teuersten Dark Rides, die jemals gebaut wurden und das ohne, dass dafür eine neue Innovation entwickelt werden musste. Das ganze Budget ist einfach nur für die Effekte und so draufgegangen und das merkt man absolut. Ich liebe diesen Ride, der hat mich komplett geplättet und mir gezeigt, was ein Trackless Dark Ride alles kann. Aber wir machen weiter mit Platz Nummer 2. Und auf Platz Nummer 2 haben wir eine Attraktion, die so hoch ist, weil ich sie einfach super cool finde vom Thema her. Ich sehe theoretisch Beauty and the Beast sogar da drüber, vom rein objektiven Wert her. Allerdings hat Mystic Manor im Hongkong Disneyland die Attraktion auf der Nummer 2. Für mich persönlich einfach ein so cooles Thema und so gut umgesetzte Storyline, dass ich den Ride nochmal drüber habe. Was mir außerdem verdammt gut gefällt an Mystic Manor sind die Effekte. Die sind krank, teilweise. Der Ride hat seinen ganz eigenen Themenbereich, Mystic Point, ein einzigartiger Bereich, und der Ride ist auch weltweit einzigartig hier in Hongkong Disneyland. Es ist sozusagen die Hongkong-Version der Haunted Mansion, da man keine Geisterbahn in China bauen wollte, da das die Kultur angreift. Stattdessen haben wir hier eine Art Adventure Ride. Eine Tour durch das Mystic Manor, das Anwesen von Lord Henry Mystic, der hier alle möglichen Schätze gesammelt hat und aufbewahrt. Wir touren sozusagen seine Sammlung, allerdings geht einiges schief. Nach einer eher okayen Warteschlange und einer mittelmäßigen Pre-Show, die auf jeden Fall die Geschichte rüberbringt, steigen wir sozusagen im Keller in den Dark Ride-Wagen ein, die sogenannten Mystic Magnetos, extra entworfene Fahrzeuge für diese Tour. Das Teil ist auch ein Trackless Dark Ride und dann fahren wir los. Und in der ersten Showszene ist schon zu erkennen, wie der kleine Affe Albert, das Haustier von Lord Henry Mystic, die magische Musikbox öffnet und es strömt ganz viel Magie aus ihr heraus, die das ganze Haus zum Leben erweckt. Wir fahren sozusagen durch seine Sammlung, allerdings lebt alles. Alles singt und tanzt zu diesem coolen Soundtrack. Wir fahren durch die verschiedenen Themenräume, thematisiert zu verschiedenen Regionen der Erde und überall passiert etwas. Und hier ist es dann, wo die krassen Effekte einsetzen. Zum Beispiel sehen wir hier diesen Medusa-Effekt. Der Effekt, der mich wohl am meisten geflasht hat, aber es gibt hier noch so viel mehr. Zum Beispiel schweben diese Glitzerpartikel sozusagen in der Luft, weil da ganz, ganz dünne Projektorstreifen rumhängen, die man gar nicht sehen kann. Und die werden dann, wenn das Licht angeht, sodass man sie sehen könnte, ganz schnell nach oben gezogen, während man nicht hinguckt. Ist jetzt schwer zu erklären, aber wenn ihr es fahrt, wisst ihr, was ich meine. Allgemein hat man hier so viele Effekte, so viele. Diese einbrechende Wand in der letzten Szene, die sowieso richtig cool ist, weil da so ein Sturm sozusagen tobt. Allgemein spammt dieser Ride einfach nur kranke Effekte und zwar alle möglichen verschiedenen. Wir haben hier einfach alles und auf die perfekteste Art und Weise ausgeführt. Das ist, was mich so beeindruckt an Mystic Manor. Effekte wie auf diesem Ride habe ich noch auf keinem anderen gesehen. Und dazu haben wir halt ein so cooles Setting. Die Fahrt endet dann in sozusagen dem gleichen Raum, wo sie angefangen hat, zumindest gleich designt. Und Albert der Affe schafft es gerade so, die Musikbox wieder zu schließen, dass alles wieder in Ordnung ist. Einfach ein rundes Erlebnis, wunderschön gemacht. Und mir fällt kein einziger Punkt ein in diesem gesamten Ride Mystic Manor, was ich anders machen würde. Trifft genau meinen Geschmack und ist einfach der Wahnsinn. Somit ein gerechtfertigter Platz Nummer 2. Kommen wir zu 1. Und Nummer 1 ist aktuell nicht nur mein Lieblings-Darkride, sondern wahrscheinlich auch meine Lieblingsfahrattraktion insgesamt. Da seht ihr mal wieder, wie sehr ich Darkrides mag. Und zwar reden wir hier von Journey to the Center of the Earth in Tokyo Disney Sea. Den Park hatten wir schon bei Indiana Jones und er ist auch nochmal vertreten, nämlich auf der 1. Wir haben hier die Hauptattraktion des Parks, mitten in der Mitte, befindlich innerhalb des großen Vulkans, der in der Mitte von Tokyo Disney Sea steht.
Dieser Park ist bekannt dafür, lückenlose und unglaublich beeindruckende kranke Thematisierung zu haben. Und die Hauptattraktion macht diesem Ruf alle Ehre. Wir gehen in eine Höhle unter diesem Vulkan im Themenbereich Mysterious Island und haben hier den wunderschönen Eingang von Journey to the Center of the Earth. Thematisiert ist dieser Ride zu dem Jules Verne-Roman Die Reise zum Mittelpunkt der Erde und die gesamte Queue-Line ist lückenlos dazu gestaltet. Das ist richtig düster und dunkel atmosphärisch, man ist nämlich in diesem Vulkan jetzt drin und überall sind Artefakte und Details zu erkennen. Man geht auch die ganze Zeit durch diese Höhle. Irgendwann kommt man dann zur Pre-Show und die Pre-Show ist einfach nur ein Aufzug, der einen unter die Erde bringen soll. Der ist super atmosphärisch und geil gemacht. Man kommt dann raus in die Station, die auch wieder super krass ist und hat sein so cool aussehendes Fahrzeug vor sich. Die Fahrt geht los, durch die dunklen und mysteriösen Höhlen, voll mit komischen Kreaturen. Wir haben hier diese coole, schön aussehende Kristallhöhle, diese ganzen seltsamen Tiere, die extra dafür ausgedacht wurden. Und die ganze Zeit hat man so eine unglaublich lauschige und befremdliche, aber gleichzeitig gemütliche Atmosphäre. Es ist so cool. Irgendwann kommt man dann auf den falschen Pfad, in einen etwas düsteren Part der Höhle und fährt an verschiedensten angstmachenden Szenen vorbei, bis man dann schlussendlich zu dem riesigen Monster-Animatronic kommt. Vorher wird man noch mit einem extrem lauten und abrupten Blitz erschreckt und das Monster wird auch immer und immer mehr angeteased, man sieht irgendwo den Schatten seiner Pranke und die Geräusche, bis man dann seine Eier entdeckt und später genau auf ihn zufährt. Der ist so groß und cool und beeindruckend, hier drin ist echtes Feuer als Effekt. Und wir müssen natürlich vor ihm flüchten. Was macht man, wenn man flüchtet? Man fährt ganz schnell weg. Und typisch fahren Dark Rides ja immer nur Schrittgeschwindigkeit oder ähnliches. Aber dieser Dark Ride beschleunigt auf ganze 80 km/h, um das Gefühl der Flucht real erscheinen zu lassen. Habt ihr richtig gehört, man fährt jetzt mit diesem Dark Ride-Wagen in 80 km/h nach oben und hat oben sogar Airtime. Man fährt dann noch einen ganz kleinen Part schnell, bevor die Fahrt dann vorbei ist. Aber dieses Gimmick macht das Teil nochmal deutlich eindrucksvoller und cooler. Das gibt's auch nur dreimal auf der Welt, bei verschiedenen Disney-Rides, die dieses System haben. Die anderen beiden in den USA konnte ich leider noch nicht testen. Von vorne bis hinten ist dieses Erlebnis komplett immersiv, story-driven und wunderschön. Wir haben ein ganz eigenes Thema, was man kaum vergleichen kann. Mich verzaubert das richtig. Ich werde richtig in den Bann gezogen und dann haben wir ja zum Schluss nochmal diesen schnelleren Part, der das Ganze natürlich auch nochmal richtig cool und thrillig macht. Ich meine, ein Dark Ride, der 80 km/h fährt. Und er ist nicht mal deswegen so gut, sondern eben wegen seiner kranken Stimmung. Wenn ich nur einen Kritikpunkt an Journey to the Center of the Earth hätte, dann wäre es, dass das Dark Ride Fahrsystem etwas laut ist und das gerade an den ersten paar Szenen ein bisschen stört. Aber das ist Meckern auf allerhöchstem Niveau und ich liebe diese Attraktion so unendlich. Journey to the Center of the Earth bezeichnet, was ich an diesem Park so krass finde und ist eine würdige Hauptattraktion für Tokyo Disney Sea, den krassesten Themenpark auf der Welt. Das waren meine Top 15 Lieblings-Darkrides, die ich jetzt mal in etwas längerer Form einfach mal gemütlich vorstellen wollte, um die Darkrides dieser Erde ein bisschen zu würdigen. Wie ihr sehen konntet, war das Ranking ganz schön Disney-dominiert und auch alle Top 3 Fahrgeschäfte waren alle von Disney. Das spricht einfach absolut für die Qualität deren Dark Rides. Allgemein stehe ich einfach sehr auf echte Sets. Ich hoffe, ihr könnt mit meiner Meinung wenigstens ein bisschen übereinstimmen. Und falls nicht, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr anders seht oder was ihr genauso seht. Schreibt mir, welche Rides ihr gefahren seid. Natürlich bin ich nicht alle guten Dark Rides auf der Welt gefahren. Gerade Sachen wie Rise of the Resistance in den USA reizen mich noch extrem. Und die würden ganz, ganz sicher auch sehr weit oben in der Liste sein. Aber von meinen bisher gefahrenen Dark Rides war das jetzt die Liste. Und ich wünsche euch deswegen noch eine schöne Woche.